Willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute geht es um die Skalen, und das spielt eine große Bedeutung in der Marketingforschung und auch in der Statistik zum Beispiel. Und Sie wissen vielleicht schon, es gibt vier wesentliche Formen von Skalen. Da ist einmal die Nominalskala, die Ordinalskala, die Intervallskala und die Verhältnisskala. Und ehe wir hier genauer einsteigen, fragen wir uns zunächst, was ist die Grundidee, der Grundgedanke? Skalen sind eine ganz wichtige Sache für die Menschheit, weil Skalen zu Messbarkeit führen. Dinge, die wir vielleicht vorher nicht messen konnten, können wir jetzt messen. Und dadurch, dass wir sie messen können, können wir sie verändern, weil wir nämlich sehen können, wo wir unsere Kraft einsetzen. Und wir können dann messen, was eine Veränderung bewirkt. Das heißt, durch Messbarkeit werden Dinge steuerbar. Wir gewinnen Macht, wobei Macht negativ belegt ist. Also wir gewinnen Kraft. Messbarkeit bringt uns Kraft und deswegen sind diese Skalen sehr, sehr wichtig. Also schauen wir uns das genauer an. Wir wissen schon, es gibt vier wesentliche Arten von Skalen. Da ist einmal die Nominalskala, die Ordinalskala, die Intervallskala und die Verhältnisskala. Beginnen wir mit der Nominalskala. Bei der Nominalskala stehen die Merkmalsausprägungen gleichberechtigt nebeneinander. Das, was man untersucht, ist das Merkmal, zum Beispiel die Augenfarbe. Und der Wert, der angenommen wird, ist die Merkmalsausprägung. Also wenn das hier die Augenfarbe ist, dann steht hier zum Beispiel braun, blau, grün. Und hier ergibt sich keine Reihenfolge. Wir können nicht sagen, blau ist besser als grün oder so etwas, sondern steht gleichberechtigt nebeneinander. Also manche Merkmalsausprägungen können wir nur nominal skalieren, weil sie keine natürliche Rangfolge bilden. Ähnlich sollten wir es sehen mit den Glaubensbekenntnissen, ob jemand ein Christ ist oder ein Hindu ist oder ein Buddhist oder dem Islam sich zugehörig fühlt, steht gleichberechtigt nebeneinander. Die Ordinalskala bringt das Ganze nun in eine Ordnung. Wir sehen also hier sozusagen eine Kippbewegung. Und hier entsteht eine Ordnung im Sinne von erstens, zweitens und drittens. Das ist der Vorteil. Wir haben hier eine natürliche Rangfolge, zum Beispiel Plätze eines Schönheitswettbewerbes oder Güteklassen von Lebensmitteln. Der Nachteil ist, dass wir hier diesen Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2 oder zwischen Güteklasse A und den folgenden Klassen nicht messen können. Die Abstände sind unbekannt. Wir können nicht sagen, um wie viel schöner Miss World ist gegenüber der Frau oder der Dame, die auf Platz 2 gelandet ist. Wir haben eine Rangfolge, erstens, zweitens, drittens, aber wir kennen die Abstände noch nicht. Wir können sie noch nicht messen. Bei der Intervallskala haben wir im Prinzip das gleiche Bild wie bei der Ordinalskala. Wir haben wieder ein erstens, ein zweitens und ein drittens. Nur der wesentliche Unterschied, das was jetzt hinzukommt, ist, dass die Abstände messbar sind. Aus dem Fragezeichen hier wird ein Ausrufezeichen, die Abstände sind messbar. Also zum Beispiel Körpergröße oder Einkommen. Na, da können wir die Abstände zwischen dem Einkommen dessen, der am meisten verdient und dem, der am zweitmeisten verdient, können wir messen, in Zahlen ausdrücken. Und Intervallskala und Verhältnisskala liegen schon sehr dicht beieinander. Der Unterschied ist jetzt nur noch sehr gering. Das Bild ist genau das gleiche. Erstens, zweitens, drittens. Der Unterschied ist, dass wir hier noch einen absoluten Nullpunkt haben. Einen absoluten Nullpunkt. Von daher könnte man auch sagen, Einkommen, da hätten wir ja Nullpunkt. Oder Körpergröße, ja, jemand, der gar nicht da ist, das wäre dann Verhältniskala. Also die Grenzen sind hier fließend. Intervall- und Verhältniskala nennen wir auch metrische Skalen, im Gegensatz zu den beiden hier links. Hier haben wir keine metrischen Skalen, weil wir hier kein Messsystem haben. Hier haben wir ein Messsystem in Form von Zahlen. Ja, wir haben eine Skala hier. Und wir können messen mit Hilfe von
Zahlen, also auch zum Beispiel Temperaturen. Da gibt es Temperaturmessungen, da gibt es einen absoluten Nullpunkt. Das wäre dann Verhältnisskala. Das war's. Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert.